Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal einen geilen Artikel und zwar die Megashot von Bröckhoff, wie der Pyrokobold sagen würde, Bröckhoff, ich kann das eher nicht so rollen gerade, oder auch Pyrostar, wie man es da oben sieht, hier, da, Pyrostar ist ja im Grunde Bröckhoff oder... ich meine, die arbeiten zusammen, irgendwie so war das. Auf jeden Fall eine Neuheit. Oh, ich weiß nicht, ob es neu ist. Ich enthalte mich auf jeden Fall mal. 31,8 Gramm NEM. Und das sind Bombenrohre, Freunde. Hatten wir die schon mal offen? Oh. Ups. Ich habe dem Pyro Explode die auf eine Packung geschickt. Egal. So, dann habe ich die jetzt mal aufgemacht. Und guckt euch mal. Jungs. Was gerade ein Luftteil da draußen? Das hat sich angehört wie... Egal. So sieht ein Megashot aus. Höllig vom Design her. Richtig geil. Mit dem Totenkopf hier. Und das sind 3 Schlagbombenrohre. Ich glaube, das waren 3 Schlag. Wie also die von Gao. Und ich meine, die haben eine Goldmine am Anfang. Und dann 3 Schlag T-Salut. Und das ist einfach nur richtig geil. Ja, T-Gold Paw Mines with Salutes. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich noch gehypter auf diesen Goldabschuss. Plus dann 3-mal Salut. Vielleicht ist der richtig laut. Wenn ja, dann freue ich mich einen Ast ab, weil die Dinger sind so schon geil. Und Leute, jetzt wird getestet. Auf geht's. Bis gleich zur Zündung. Megashot von Pyrostar. Bröckhoff. Fette Salut-Bombenrohre mit Feuertopf. Ja, hier jetzt Megashot. 45 mm locker, glaube ich. Safe. Bitte lass wenigstens dieser Loot ein bisschen für sich sprechen. Let's fetz. Da geht doch. Ja, doch. Sehr leise, aber der Goldfeuertopf ist schon richtig edel. Den zweiten noch hinterher. Die machen richtig Spaß. Geile Teile von Pyrostar. Top.